Starten wir mit der Berechnung der Anlagenintensität und der Umlaufintensität. Sie sehen hier einmal dargestellt die Bilanz für das Jahr 2017 und für das Jahr 2018 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für 2017 und 2018. Die Aufgabenstellung hier ist es jetzt, die Anlagenintensität und die Umlaufintensität zu berechnen. Wenn Sie zuerst einmal selbst probieren möchten, dann drücken Sie hier bitte einfach an dieser Stelle auf den Pause-Button. Und wenn wir uns dann auf der anderen Seite dann noch die Umlaufintensität anschauen, haben wir grundsätzlich dasselbe Spiel, nur dass wir das Anlagevermögen durch das Umlaufvermögen austauschen, also hier die 326 aus dem Warenvorrat plus die 282 aus den Lieferforderungen plus die sonstigen Forderungen, den Kassa- und Bankbestand sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungen. Und wenn wir diese Summe dann durch 1004, also wieder durch die Bilanzsumme dividieren und dann mit 100 multiplizieren, so kommen wir auf 71,9% Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Und wenn Sie hier jetzt die 28,1 plus die 71,9 summieren, dann sollten Sie wieder auf 100 kommen. Kommt hier nicht 100 raus, dann haben Sie irgendwo was falsch gemacht.